begrüße Sie heute zur 50. Folge von Künstler im Dialog des Opern- und Kulturmagazins Operius. In jeder Folge wird eine Künstlerin oder ein Künstler vorgestellt. Heute hören Sie den Komponisten, Chorleiter und Kunsthistoriker Anselm Breuer. Also Sie sind ja das jüngste von 5 Kindern. Und wie war das denn? Sind Sie in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen? Gab es da erste Bezugspunkte zur Musik? Meine beiden älteren Schwestern haben Blockflöte gespielt und da ich ziemlich an meiner zweitältesten Schwester gehangen habe, war das natürlich klar, dass ich das auch wollte. Ich war dann noch ziemlich klein, 3, 4 Jahre war ich alt und habe dann wirklich ja da richtig professionell Blockflöte gelernt, mit Telemann-Suiten und so weiter. Also bis in die Pubertät habe ich das auch gemacht. Und eigentlich war die Musikliebe in meiner Familie immer schon sehr stark, allerdings nicht eben im professionellen Sinne. Aber gab immer wieder Konzertbesuche und dann natürlich dadurch, dass wir ein katholisches Elternhaus waren, eben auch immer Bezüge zur Kirchenmusik. Die war eben einfach durch das Jahr, durch die Gottesdienste und Chor singen und so weiter auch immer präsent. Sie waren auch im Kirchenchor dann, demzufolge. Als Junge war ich dann im Kirchenchor und später, als ich dann auch Klavierunterricht hatte, dann war ich der Niederrheinischen Musikschule in Duisburg. Das war eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Zeit und mit sehr vielen Anregungen. Wurde zu Hause auch Hausmusik gemacht? Ja, es gab Hausmusik, ja, an Weihnachten und so hat man sich darauf vorbereitet, gemeinsam mit den Geschwistern dann zu musizieren. Und ja, in der Schule und bei anderen Gelegenheiten gab es auch dann die Möglichkeit, eben vorzuspielen und Musik zu präsentieren. Und haben Sie da noch ein weiteres Instrument gelernt? Ich habe Sie schon am Cembalo gesehen. Das kam Ja. sicher auch noch irgendwann dann dazu. Ich habe eben an der Niederrheinischen Musikschule in Duisburg so ab dem relativ spät, ab dem 12. Lebensjahr dann Klavier gelernt, hatte dann ab 15 Jahren dann auch Gesangsunterricht bei dem Countertenor Thomas Bremser. Ich habe selber auch Altus dann gesungen und auch im Chor dann immer im Alt gesungen, die ganze Zeit, also falsettiert. Und der Niederrheinischen Musikschule gab es dann die Möglichkeit, auch einen Kompositionskurs zu belegen. Bei David Graham, das war ein Lehrer von der Clara Schumann Musikschule in Düsseldorf. Und der war selber Schüler auch von Hans-Werner Henze. Und bei dem habe ich bei einem Opernprojekt mitgemacht, wo mehrere Schüler der Niederrheinischen Musikschule auch eine Oper geschrieben haben, auf den Stoff Hänsel und Gretel. Das Libretto hat ein Schüler einer Duisburger Gesamtschule geschrieben. Und für die Oper habe ich 2 Szenen komponiert. Das war 1995. Die Oper ist dann auch aufgeführt worden. Das war eine schöne Zeit. Was war dann der erste Kontakt mit der Komposition, mit dem selber Komponieren dann in dieser Zeit? Oder haben Nee, Sie vorher schon selbst? das war früher immer schon. Also so für die Blockflöte selber habe ich schon was geschrieben als kleiner Junge. Und dann eben für das Klavier. Aber das waren alles in dem Sinne leichte Stücke auch. Stilübungen, würde ich mal sagen. Also barocke, klassische Stilübungen. Also Barockmusik spielte schon immer eine große Rolle. Eigentlich seit sie 3 Jahre alt sind, könnte man ja fast sagen. Ja gut, wenn man jetzt die Telemann-Suiten nimmt und so weiter, Ja. schon, ja, aber das war noch was anderes. Und zwar, ich glaube, das gibt es immer noch. Bei dem Sender Dreisat werden samstags abends immer Operninszenierungen präsentiert. Und da habe ich mit 12 Jahren damals die Oper Giustino von Georg Friedrich Händel mit Jochen Kowalski in der Hauptrolle gehört. Und das war schon sehr prägend. Also solche Erlebnisse, wo man eben Oper mitbekommen hat, tolle Kirchenkonzerte und so weiter, das hat dann schon sehr inspiriert und das hat sehr lange nachgeklungen. Und haben Sie überhaupt weitere Konzerte besucht, Oper, Oratorium und so weiter, im Konzertsaal oder in der Oper, im Opernhaus?
Ja, man darf sich das nicht so falsch vorstellen, dass es das im Ruhrgebiet nicht gab. Im Gegenteil, also es gibt, gab, man muss ja jetzt sagen, vor mehr als 30 Jahren sehr breites musikalisches Spektrum. Es gibt das Stadttheater in Duisburg. Hier zum Beispiel der Opernsänger Rudolf Schock kommt ja ursprünglich auch aus Duisburg, der Tenor. Und es gab auch ein sehr reichhaltiges kirchenmusikalisches Leben. Sehr viele Chöre und sehr viel Kirchenmusik. Und ja, da bin ich durch meine Eltern und auch durch andere Verwandte immer wieder mitgenommen worden, weil ich mich auch immer für Musik interessiert habe. Also die Eltern waren auch sehr interessiert in dieser Richtung, dann demzufolge. Auf jeden Fall. Also alles, was irgendwie ins künstlerisch-literarische ging, haben meine Eltern immer gefördert. Dann haben Sie schon ein bisschen erzählt, wie Ihre Liebe zur Barockmusik entstanden ist. Das besondere Erlebnis war das, dass Giustino mit Jochen Kowalski im Fernsehen, was Sie dann inspiriert hat, da weiterzugehen? Ja, weil ich selber ja auch gerne gesungen habe und ich mir dann auch eigentlich so eine ja, Laufbahn als Countertenor vorgestellt habe. Das war jetzt in den 90ern noch was Besonderes, sage ich mal. Und das war dann auch noch jemand weiteres, nämlich Andreas Scholl, der damals ja auch seine erste große CD rausgebracht hatte, Heroes, glaube ich, hieß die. Und wo er verschiedene Helden aus Händel-Opern interpretiert hat. Und ja, das war, sage ich jetzt mal, für einen 13-, 14-, 15-jährigen Jungen in den 90er Jahren natürlich schon etwas speziell, wenn man sich damit beschäftigt hat. Ja, das glaube ich schon. Aber haben Sie damals auch vorgehabt, in Richtung Sänger zu gehen, den Sängerberuf erstmal zu ergreifen und dann sind Sie irgendwie abgekommen davon? Ja, also ich habe einem althumanistischen Gymnasium Abitur gemacht und habe dann eher die geisteswissenschaftliche Richtung eingeschlagen. Es hätte die Möglichkeit gegeben, auch eine professionelle Chorsänger- oder eben Sängerausbildung zu machen, aber da habe ich mich schlichtweg nicht getraut. Und beim Kompositionsstudium war es dann sicherlich genauso. Das hätten Sie doch auch Ja, machen also können. ich sag mal, das, was jetzt noch möglich gewesen wäre, wäre ein musikwissenschaftliches Studium. Aber ja, ich habe die Musik dann eher lieber als Hobby noch angesehen. Das andere bringt Sie ja genauso weiter, was Sie dann studiert haben, Kunstgeschichte und so weiter. Da kommen wir ja noch dazu. Haben Sie denn erstmal kompositorische Vorbilder? Wenn wir schon bei der Komposition sind. Ah ja, gut, wenn man mit dem Klavierunterricht anfängt und so weiter, war man natürlich von Bach und so weiter sehr Bach, Händel sehr geprägt. Und davon musste man sich da noch erstmal lösen, sage ich mal. Und von dem ich dann sehr viel gelernt habe, das begann eigentlich dann so mit Mitte 20, war der französische Komponist Marc-Antoine Charpentier. Und ja, gut, wenn man hier in Deutschland Charpentier sagt, denken alle gleich an das Tedeum. Aber der Mann hat noch 600 andere wunderbare Werke komponiert, die in Deutschland fast gar nicht aufgeführt werden. Und da waren das mehrere CDs damals von Lézard Florissant und den Demoiselles de Saint-Cyr, von denen ausgehend ich dann an die Handschriften von Charpentier gegangen bin. Es gab ein Faksimile-Handschriftenapparat, die Mélange Autographe von den Editions Minkow in der Unibibliothek in Darmstadt. Und dann bin ich hin, habe mir Kopien gemacht und habe das damals, weil ich noch ja 2003, 2004 noch keine Möglichkeit hatte, mit einem Programm das zu machen. Mit einem Computerprogramm habe ich das noch von Hand alles transkribiert und dann auch mit noch während der Studienzeit mit Kommilitoninnen dann aufgeführt, meinem Unigottesdienst oder ähnliches. Wie sind Sie denn erstmal auf den Komponisten gestoßen? Ja, eben über CDs. Also ich habe CDs gesammelt aus dieser französischen Barockmusik, habe ich CDs gesammelt und eben über eine CD-Aufnahme, das hieß damals Gloire et Grandeur de la Vierge, das waren alles marianische
Antiphonen und Motetten von Charpentier bin ich da drauf gekommen und gesagt, boah, die Musik ist so schön, das will ich auch machen. Das finde ich ganz toll. Und können Sie genauer sagen, was Sie so begeistert hat an der Musik erstmal, als Sie es zum ersten Mal gehört haben? Also sie ist lebt von Dissonanzen und deren Auflösung. Also einmal harmonisch ist man unheimlich berührt von dieser Musik, würde ich mal sagen. Charpentier ist ein ganz großer Meister der Dissonanzbehandlung. Und das macht die Musik unheimlich spannend. Und ja, einfach auch die Kraft und die Freude und die Lebendigkeit dieser Musik. Einfach, es ist sehr berührend. Und auch dieses Konzentrierte auf kleinem Raum mit wenigen Mitteln, unheimlich großes Spektrum an Ausdrucksfähigkeit. Das ist auch sehr faszinierend bei Charpentier. Sprachen Sie damals schon Französisch, weil Sie dieses auch das Manuskript dann lesen konnten? Ja, ich hatte an meinem Gymnasium hatte ich Französischunterricht seit der 7. Klasse und habe auch meinen Leistungskurs im Abitur war Französisch. Und ja, jeder der Sommerurlaube meiner Jugend ging auch nach Frankreich. Und ja, die französische Kultur und Kunst und Literatur waren schon immer sehr dominant bei mir im Hobby und im Leben vertreten, auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch mit durchgeprägt durch die Eltern, die da immer hingefahren sind nach Frankreich, Ja, zusätzlich. das auch Unbewusst. natürlich. Haben Sie noch weitere kompositorische Vorbilder? Henry Purcell ist auch jemand, den ich sehr bewundere. Und hier vor allem ist es dann so die Verbindung von Sprache und Musik, die ich bei Purcell so besonders schön finde. Ja, Jean-Baptiste Lully ist natürlich auch jemand, der sehr ja, besonders ist. Und natürlich Jean-Philippe Rameau ist ein Komponist, den ich sehr verehre und von dem ich auch versuche, sehr viel zu lernen. Wir hören nun einen Ausschnitt aus der Ouvertüre zu Breuers Oper Samson. Wie haben Sie dann die Barockmusik studiert? Haben Sie sich da jeden einzelnen Komponisten und seine Werke vorgenommen und sind die dann alleine durchgegangen? Kann man sich das so vorstellen, wie Sie sich da eingearbeitet haben, erstmal in die Zeit? Das lernt man ja im normalen Kompositionsunterricht gar nicht. Ich würde sagen, das war im Grunde war ich da als Historiker auch schon ziemlich vorgeprägt. Ich habe mir erstmal Literatur besorgt über die Zeit,
Dann gab es natürlich auch schon musikwissenschaftliche Literatur. Das kann mich noch entsinnen, durch das erste Mal zum Beispiel dieses Buch von Nikolaus Anoncourt, Musik als Klangrede. Das war so ein Ausgangspunkt, der mich sehr geprägt hat, sage ich mal. Und ja, einmal Literatur über die Zeit, davon ausgehend dann die Partituren. Das fing in den 2000 dann erst an, also dass zum Beispiel jetzt von Jean-Philippe Rameau größere Partituren über Bärenreiter überhaupt verfügbar waren. Und es war eigentlich relativ schwierig, da an Partituren auch zu kommen, hier im deutschsprachigen Raum erstmal. Und ja, also so wie es irgendwie die Möglichkeit gab, da an Noten zu kommen, habe ich mir die auch besorgt und habe die dann mir entsprechend angeschaut und studiert. Wobei ich sagen muss, ich drücke jetzt mit 44 Jahren tatsächlich nochmal die Schulbank und lerne nochmal das Generalbassspiel und den Generalbass in seiner Theorie nochmal richtig von Anfang, kann man sagen, gut, mit 30 Jahren zu spät, aber es macht unheimlichen Spaß und bringt mich auch sehr viel weiter. Gut, und dann haben Sie ja erstmal Komparatistik studiert und Kunstgeschichte. Gehen wir mal ganz kurz jetzt ein Stück zurück. Und zwar an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Inwiefern haben Sie denn diese Kenntnisse in Kunstgeschichte und Komparatistik dann auch inspiriert beim Komponieren? Und haben Sie dadurch Ihr Wissen irgendwie anders auf Themen wie Preti und musikalische Strömungen blicken können? Also hat es irgendeinen Ausschlag gegeben dann? Ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn man sich in dieser Sphäre des Barock bewegt, auch einfach sich auskennt in der Kultur. Es gibt eine Nebendisziplin bei uns, diese sogenannte Kulturanthropologie, die Volkskunde, die dann auch noch sehr viele Aspekte da zusammenfasst. Da habe ich auch mich länger mit beschäftigt. Ja, das Studium war da schon sehr prägend. Bei uns am Philosophikum in Mainz gab es ja auch das Musikwissenschaftliche Institut und da gab es auch interdisziplinäre Berührungen. Ich habe dann, als ich zum Ende des Studiums hin, hatte ich auch mit dem sogenannten Gottron-Apparat zu tun. Das ist eine Sammlung von Handschriften eines Musikwissenschaftlers Adam Gottron hier in Mainz, ein ziemlich bekannter Mann, der vor dem Zweiten Weltkrieg Handschriften von Mainzer Komponisten und Mainzer Hofkapellmeistern der Barockzeit gesammelt hat. Diese Quellen sind zum großen Teil eben im Zweiten Weltkrieg auch zerstört worden, sodass diese Handabschriften durch Gottron die einzigen Quellen sind. Und ja, insofern war das dann auch mein Geschichtsstudium auch in gewisser Weise eine Grundlage, eine methodische Grundlage, um dann später auch sowas zu machen wie eine Edition. Also ich habe zwei Bände rausgegeben, Chor Mainzer Kirchen, Musik des Barock, beim Rhythmikon Verlag, wo verschiedene Komponisten hier aus Mainz, Andreas Lemes zum Beispiel oder Mainzer Hofkapellmeister wie Friedrich Philipp Buchner und Gabriel Plautz und so weiter, frühbarocke Komponisten dann vertrete ich da ediert habe. Also Sie haben doch beides verbunden, Historiker sein und auch noch die Musik mit Ja, dazu. das ist auf gar keinen Fall ein Widerspruch, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, ja, genau. Und haben Sie das auch während des Studiums schon verbinden können, auch musikalische Themen irgendwie einfließen lassen können in Ihre Forschungen? Nur am Rande, mehr oder weniger. Also es gab ein Editionsprojekt über die Hexenprozesse im Kurfürstentum Mainz im 17. Jahrhundert. Und bin ich eben auch mit diesem Gottron-Apparat und Komponisten aus dieser Zeit, das waren Daniel Bollius und Gabriel Plautz, in Berührung gekommen und habe mich dann quasi darum gekümmert. Wir haben dann geguckt, ob wir eben Partituren von diesen beiden Komponisten einrichten können, um sie dann bei dieser Edition der Hexenprozessakten so also als Hintergrundmusik nehmen können oder so.
Und bei der Kunstgeschichte haben Sie sich da auch speziell dem Zeitalter des Barock dann zugewandt? Nein, nein. Weil die Kunstgeschichte war auch, sage ich mal, nur für die ersten 4 Semester. Als Nebenfach später habe ich dann Kirchengeschichte studiert. So, Sie haben da nochmal gewechselt. Genau. Und da hatten Sie da auch Bezug zur Barockzeit dann in der Kirchengeschichte, sicherlich automatisch mit. Ja, auf jeden Fall. Mein Schwerpunkt war da eher dann die Zeit im 18. Jahrhundert, in der Französischen Revolution und dem Christentum in Frankreich, der sogenannten Dechristianisierung. Das war eigentlich auch eine sehr spannende Epoche, weil da eben Aufklärung und katholische Kirche ja einen großen Konflikt ausgetragen haben in dieser Zeit. Dann gehen wir mal wieder zurück zur Barockmusik, zum französischen Barock. Waren Sie Ja. auch schon mal in Frankreich und haben sich dort die Quellen angesehen von Kompositionen aus der Zeit? Denn dort liegt doch bestimmt ganz viel noch. Da gibt es auch sehr viel. Es gibt das Centre de la Musique Baroque de Versailles einmal mit seinen Archiven und dann natürlich im Hôtel de Soubise in Paris die Archives Nationales. Und ich wäre gerne öfter da, muss ich sagen. Aber habe das Glück gehabt, da auch wirklich schon mal zu sein und an Quellen im Original sehen und studieren zu dürfen. Ja, das war auch sehr schön. Was unterscheidet sich an der französischen Kompositionsweise in der Barockzeit vielleicht von anderen Nationen oder Ländern? Kann man da was herausgreifen oder ist das dann zu speziell? Das würde ich nicht sagen. Nee, gerade beim jetzt gerade bei der Komposition meiner Oper Samson kam das noch mal ziemlich deutlich raus, eben der unheimlich starke Einfluss der Sprache, des Versmaßes und der Deklamation des Französischen, die einfach Rhythmen und Ähnliches vorgibt und die einfach einen unheimlichen Einfluss darauf hat, wie ein Stück entsteht in dieser Zeit. Ja, das ist ganz klar, dass da eben gerade der Dichter wirklich ein unheimliches Gewicht hat. Das Libretto hat bei der Gestaltung der Musik ein unheimliches Gewicht. Und wenn Sie da rangehen an die Komposition, sprechen Sie sich die Texte dann immer vor, dass Sie den Rhythmus so in sich haben oder Ja. lesen Sie, ja, Sie sprechen das Ja. erstmal vor und dann lesen Sie es Ja, vor? es gibt natürlich jetzt dann zum Beispiel ganz zeittypisch, wenn es dann um ja, romantische Szenen mit Vogelgezwitscher geht, dass dann so zentrale Worte wie Chanté oder Volé kommen, also singt oder fliegt und auf denen dann schöne Melismen gebildet werden können und Koloraturen und ähnliches. Aber es gibt dann gerade zum Beispiel in Samson ist sehr viel Chor drin. Also der Chor hat eine sehr schwerwiegende Rolle in der Oper und da ist ganz klar immer, wie die Rhythmen, der Sprachrhythmus angelegt ist und der diktiert auch dann ganz klar die Musik. Und wie ist es dann, wenn keine Sprache vorhanden ist, wenn Sie Instrumentalstücke schreiben oder bei der Ouvertüre? Wie gehen Sie da vor? Da haben Sie ja keinen Text. Nee, da habe ich keinen Text, aber es gibt eine Ballettmusik innerhalb der Oper Samson und die deutet dann aber auch immer vom Charakter gleich die vorhergehende Szene oder leitet über in die darauffolgende Szene. Und ja, das ist dann motivische Arbeit, würde ich sagen. Motivische Arbeit, die weniger eben jetzt mit der Sprache zu tun hat, sondern eben von der Suitenliteratur der Zeit abgeleitet ist, in verschiedenen Tanzcharaktere, Menuett, Courante und so weiter. Bei der Ouvertüre, sage ich mal, nach 10 Jahren Pause war es einfach mal schön, überhaupt erst wieder ein Werk anzufangen. Und natürlich würde ich jetzt ein Jahr später sagen, man könnte eventuell auch noch eine andere Ouvertüre schreiben, aber das ist sie jetzt und sie ist gut so. Und das ist aber in dem Sinne auch eine ganz, wenn man so will, klassische französische Ouvertüre. Schon nicht mal so, wie Rameau sie gemacht hätte, sondern eben gut fünfstimmig,
eine gravitätischer Eingang und dann ein ziemlich schneller, auch leicht fugierter Satz im Anschluss im Sechs-Achtel-Takt. Also habe ich es richtig verstanden? Sie haben was mit der Ouvertüre angefangen zu komponieren und sind dann Ja. chronologisch durchgegangen bis zum Schluss. Ja, die erste Idee war tatsächlich aus dem ersten Akt ein Vers, Adore donc vos mots, les dieux de l'univers, also betet in eurem Leid den Gott des Alls an. Das ist der Chor der Israeliten. Und doch im Grunde war es so, dass ich wirklich von vorne bis hinten den Text durchgegangen bin. Manchmal gab es so, dass ich zu verschiedenen späteren Textpassagen mir dann schon Skizzen gemacht habe, aber im Grunde war das chronologisch. Nun hören Sie einen zweiten Ausschnitt aus der Ouvertüre zu Breuers Oper Samson. Sie haben mir vorhin schon mal erwähnt, dass Sie 2013 aufgehört haben mit Komponieren. Was haben Sie denn davor so komponiert? Vielleicht können Sie da mal ein paar Beispiele nennen oder was für Gattungen waren das zum Beispiel? Ja, wie gesagt, Samson ist jetzt meine erste Oper. Bis dahin habe ich eigentlich hauptsächlich Kirchenmusik geschrieben. Oratorien, Messen und Motetten. Und es gab auch einige Auftragswerke. Wir haben jetzt letztes Jahr wieder eine Messe aufgeführt von mir, und zwar die Maria-Ward-Messe, die auch in ihrem Proprium auf Texten von der Ordensgründerin Maria Ward beruht, auch stilistisch eben wieder im Barock angesiedelt ist. Die ersten Kompositionen waren Oratorien für, sage ich mal, örtliche Heilige hier in Mainz. Das waren Motetten zum Beispiel auf Texte von Ignatius von Antiochien, auch eben im Stil von Charpentier. Für die Nacht der offenen Kirchen 2006, das war so das erste Mal, dass ich dann mit meinen Kompositionen so in die Öffentlichkeit gegangen bin.
Und direkt anschließend dann ein kleines Oratorium, die Passio Sancti Quintini. Wir haben eine Quintinskirche hier in Mainz. Und da habe ich die Leidensgeschichte, also diese heiligen Vita aus dem 13. Jahrhundert, dann als kleines Oratorium, auch im Stile von Charpentier, dann in St. Quentin aufgeführt. Ja, und so kam dann jedes Jahr im Grunde ein weiteres größeres Oratorium dazu. Es gab dann eine Auftragskomposition vom Deutschen Orden in Frankfurt, die Seligpreisungen zu vertonen. Das war dann auch die erste Zusammenarbeit mit dem Main-Barockorchester Frankfurt 2009. Das war dann schon ein Oratorium im Händelschen Sinne. Hat auch eine CD-Aufnahme gegeben damals, und das war ein Benefizkonzert für die Suchtkliniken in Frankfurt-Sindlingen. Also haben Sie immer im Stil der Barockmusik komponiert? Haben Sie auch mal schon mal anders versucht zu komponieren Ich habe auch zwischendurch? moderne Musik komponiert, Ja. ja, habe ich auch, aber das ist nicht, das ist eher dann schon fast Musik. Es gab mal ein Stück für Streichorchester. Sag ich mal, das berührt mich in dem Sinne so emotional, dass ich da nicht so gerne dran gehe, muss ich sagen. Das ist dann, in der Barockmusik ist das alles noch besser zu fassen und zu begreifen. Der ist mir nur besonders schwer vor, in der Barockmusik in dieser Zeit zu komponieren. Braucht man ja eine Unmenge an Quellenstudium dann auch noch zusätzlich. Man kann sich nicht einfach nur so hinsetzen und anfangen, sondern man muss sich wirklich vorbereitet haben. Ja, klar, aber ich denke, was ganz wichtig ist, ist so die innere Stimme, das innere Singen und das innere Hören. Es ist ja eigentlich eine ganz stille Arbeit, und es ist jetzt nicht so, dass man bei meinen Kompositionen sagen könnte, aha, das hat er da entlehnt und das hat er da entlehnt. Natürlich kann es so irgendwie Nähen geben zu Kann ja anderen immer sein. Opus, ne? Also, dass man da ra irgendwas raushört. Aber das ist jetzt bei mir nicht der Fall und auch nicht das Ziel gewesen, irgendwie zu kopieren in dem Sinne, sondern Das habe ich auch nicht gemeint. Ich meine, man Nee, muss sich das ist. mit der Kompositionsart beschäftigen. Wie wurde es damals gemacht? Und wie hat man, ist man rangegangen zum Beispiel und diese Ja. Schriften lesen und so weiter? Hat man also mehr Aufwand, als wenn man sich einfach. Natürlich hat man da viel Aufwand, aber ich sag mal, man bleibt doch ein ständig Lernender. Ja, und es ist auch wiederum gut und interessant dann. Ja, es ist bleibt ein ständig Lernender. Also es ist jetzt auch gerade beim Generalbassstudium so, dass man dann sieht, zum Beispiel, dass man das in Frankreich ganz anders gemacht hat als in Italien oder in Deutschland, und auch die Ausführung dessen vollkommen unterschiedlich gewesen ist. Das macht es natürlich nicht einfacher, aber umso spannender, sich dann damit zu beschäftigen. Wobei, wie gesagt, ich jetzt damit erst richtig anfange. Ich habe den Generalbass-Teil, den bezifferten Bass, in meinen Partituren immer offen gelassen. Und hoffe, das jetzt so gut lernen zu können, dass ich in Zukunft meine Partituren dann auch selber beziffern kann. Und Sie haben doch schon viele Werke geschrieben vor 2013, auch viele erfolgreiche, wie Sie auch gerade berichtet haben. Wie war denn dann die Reaktion, als Sie plötzlich sagten, ich komponiere jetzt nicht mehr, ich höre jetzt auf? Also ich habe jetzt von Außenstehenden relativ wenig gehört, muss ich sagen. Das ist Gehört so ja, nach weil dem Motto. Komponieren so ein einsamer Beruf ist. Man sitzt alleine im Zimmer und hat nicht so viel Reaktion jetzt von außen erstmal. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe die Sachen ja auch immer selber Ja. aufgeführt, dirigiert. Was vielleicht eben ein Punkt war, war, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut vernetzt gewesen bin mit anderen Musikern. Und ich habe mir das zu dieser Zeit auch einfach zu sehr zu Herzen genommen, dass ich Musik nicht studiert hatte, und hatte da so gewisserweise irgendwie eine Art Minderwertigkeitskomplex kultiviert, eben Musik nicht studiert zu haben und deswegen nicht als gleichwertig oder gleichberechtigt
als gleichberechtigter Interpret wahrgenommen zu werden. Und das da im Grunde kann man sagen, habe ich mir da ziemlich lange Zeit auch selber im Weg gestanden. Und jetzt gerade wieder anzufangen, war dann aber gar nicht so schwierig. Also gerade was das Komponieren angeht, ging das jetzt unheimlich schnell wieder ja, reinzukommen und produktiv zu sein. Das ging unheimlich schnell. Auch wieder dann jetzt mit der Chorleitung und Ensembleleitung und so weiter. Das ging unheimlich schnell. In früheren Jahrhunderten haben ja auch nicht alle Komponisten extra Komposition studiert oder Schriftsteller studieren ja auch nicht extra irgendwas und trotzdem werden die Werke bis heute gelesen oder gehört. Ja, natürlich, aber man kann das, also man kann das jetzt nicht unbedingt vergleichen. Ja, also wir sind jetzt in einer Zeit, in der eben eine akademische Musikausbildung grundlegend ist für einen späteren Beruf und wirklich nur ganz, ganz, ganz selten, höchstens eben auch neben einem eigentlichen Brotberuf, man da die Musik ausüben kann, zumindest in unseren Breiten. Ist eigentlich schade, dass es so ist. Ja, gut, es ist einfach so. Und ich habe aber Gott sei Dank auch immer wieder die Erfahrung, auch jetzt wieder gemacht, in der Zusammenarbeit mit professionellen Sängern und Instrumentalisten, ja, das eigentlich dann entscheidet, was man macht und wie man es macht. Und ob man eben mit dem, was man dann komponiert hat, geschrieben hat, überzeugen kann. Und ja, da ist es jetzt eigentlich sehr schön zu sehen, wie viele ich da auch schon ab mit überzeugen können. Ja, auf jeden Fall. Wie weit es jetzt schon bekannt ist, was Sie komponiert haben, Samson, ist ja doch schon in vieler Munde. Ja, das freut mich. Es war auch, ist auch wiederum sehr schnell gegangen. Also ausschlaggebend hierzu war mein Lebenspartner Thilo Wegmüller, Maler und Galerist. Wir kannten uns schon über 10 Jahre und er hatte damals eben auch mitbekommen, dass ich aufgehört habe mit meinem damaligen Ensemble. Und wie wir jetzt halt eben wieder zusammenkamen, hat er mich dann gefragt, ja, ich müsste doch eigentlich wieder Musik machen, das wäre doch meine Sache. Und ja, dann habe ich mich dazu durchgerungen, das wieder zu machen. Und ja, jetzt Samson ist ein sehr großes, ehrgeiziges Projekt. Und das muss jetzt einfach sein. Ja, jetzt haben Sie schon angesprochen, Ihr Vokalensemble Capella Moguntina. Das haben Sie selbst gegründet, waren der Chorleiter und auch komponiert haben Sie für das Ja. Ensemble. Wie kam es denn damals erstmal zur Gründung? War das auch für ein bestimmtes Werk? Ja, das war damals eben, wie ich schon gesagt hatte, für die Nacht der offenen Kirchen in Mainz. Das war die erste im Jahr 2006. Da habe ich drei Motetten für geschrieben, für die Kirche St. Ignaz in Mainz, eine wunderschöne klassizistische Kirche in der Mainzer Altstadt. Und das waren Motetten auf Texte von Ignatius von Antiochien. In lateinischer Sprache, eben auch im Stil eben jetzt von Charpentier mit dem typischen französischen Terzett, also Haut Cintre, Alt und also Alt, Tenor und Bass und Basso Continuo. Und direkt im Anschluss gab es dann die Passio Sancti Quintini für St. Quintin. Und Capella Moguntina war dann auch an St. Quintin in Mainz beheimatet. Und ja, alle Kompositionen, die dann folgten, waren dann auch solistisch für Sänger von Capella Moguntina vorgesehen. Wie viele Sänger waren denn da Mitglied in diesem Ensemble? Am Anfang waren es 7 und wir hatten noch gar keinen Sopran. Der kam dann erst, also und nachher waren es dann immer so zwischen 15 und 20 Sängerinnen und Sänger. Semiprofessionell oder auch Amateure. Das haben sie dann auch 2013 aufgegeben. Das habe ich auch 2013 dann Und da aufgegeben. muss doch eine Reaktion gekommen sein. Die hatten ja plötzlich alle ihr Ensemble nicht mehr. Doch, das Ensemble besteht ja nach wie Ach vor. so, das ist so. Das besteht noch nach wie vor, ja.
Das haben Sie also weitergegeben. Genau, das habe ich weitergegeben. Gut, und dann haben Sie schon gesagt, 2023, genau 10 Jahre später, haben Sie wieder angefangen zu komponieren nach einer schweren Lungenentzündung. Und Sie haben auch schon gesagt, der Ausschlag war eigentlich, dass Sie ermutigt worden sind, wieder zu beginnen. Genau, das war mein Partner, der mich da wieder hingebracht hat, Musik zu schreiben. Und dann haben Sie auch gleich wieder gemerkt, dass Ihnen das gut tut, wieder Auftrieb gibt sozusagen. Auf jeden Fall, das hat mir sehr viel Auftrieb gegeben. Ja, Und wir wann haben. haben Sie denn angefangen zu komponieren? Am Samson 2023? War das im Januar schon? Nee, das war schon noch 2022 Oh. im Herbst, so im November, Dezember. Und es war dann ungefähr genau ein Jahr, 2023, dann im Dezember, 2. Dezember war die Oper fertig. Und kannten Sie das Libretto vorher schon von Rameau von 1733? Ich kannte es vorher schon und es lag schon ziemlich lange in der Schublade. Oh, Es lag daran, ich wollte, wenn ich eine Oper komponiere, ein Libretto aus der Zeit nehmen, zu dem es keine Musik gab. Und es gibt nicht viele Texte, aber jetzt in dem Zusammenhang war es eben besonders schön, so einen prominenten Librettisten wie Voltaire zu haben, wo es eben zwei seiner Opernlibretti keine Musik gibt. Das eine ist Samson, das andere ist Tanis et Céline. Und Samson ist eben ein biblischer Stoff. Und da ich ja nun aus der Kirchenmusik komme und aus der Oratorienmusik komme, vom Komponieren auch her, war das eigentlich jetzt gar nicht mal so fernliegend, dass man sich erstmal mit dem biblischen Thema auseinandersetzt. Aber Sie hatten trotzdem schon lange vorgehabt, mal eine Oper zu komponieren, sonst hätten Sie es ja nicht im Schubfach schon gehabt. Ja, habe ich schon, aber es ist halt schwierig, eben Texte zu finden, die noch nicht vertont worden sind aus der Zeit. Und ich wollte jetzt auch nicht mit einem Text, sei es jetzt von Metastasio zum Beispiel oder es gibt auch deutsche Texte und so weiter, aber ich wollte nicht mit einem Komponisten aus der Zeit in Konkurrenz treten. Also einen Text vertonen, der schon mal von jemandem Namhaften vertont worden ist. Ganz bewusst, weil ich würde sagen, das macht man einfach nicht, sich dann. Das wäre so ähnlich, wie wenn man jetzt eine Matthäus-Passion komponieren wollte, um irgendjemanden zu übertrumpfen. Nee, das wollte ich eben bewusst nicht. Ich wollte Texte, die zu der Zeit geschrieben wurden, aber noch nicht vertont wurden oder es sich eben keine Vertonung erhalten haben, dann im Stil der Zeit komponieren. Genau, die wurden ja schon zweimal vertont von Rameau und Philidor, aber sind beide Genau. verschollen. Aber es Genau. kann ja sein, irgendwann taucht mal wieder ein bisschen was davon auf, Teile der Komposition. Man Also weiß. im Fall von Samson glaube ich das jetzt weniger, weil Rameau sehr aktiv seine Musik in Anführungszeichen recycelt hat. Ach so. Es gibt Quellen, die halt eben besagen, dass es bei den privaten Voraufführungen, bis es dann, also bei den Proben, schon Zuhörer gegeben hat, die dann in späteren Opern Rameaus, zum Beispiel bei Les Indes Galantes oder Dardanus, im Publikum gesessen haben und sagen konnten, ah, diesen Chor, das hat Rameau in Samson schon mal gemacht. Die Melodie kenne ich daraus, aber man kann nicht genau sagen, welche Sätze das genau gewesen sind. Also ich vermute, so wie ich die Werke von Rameau kenne, eben auch einige Passagen eben in Dardanus und vor allem in Les Indes Galantes, dass die auf Samson zurückgehen. Aber ja, man muss leider sagen, diese Oper ist verloren. Ja, die ist höchstwahrscheinlich gänzlich absorbiert von späteren Werken. Und haben Sie was es noch vorhanden gibt, mal zitiert dann in Ihrer Komposition, zum Beispiel von Rameau, wenn Sie dafür Nein. das und das, Nein. wenn vielleicht, dass man es heraushören kann oder so? Nein, das habe ich nicht gemacht. Das ist genuin von mir. Man kann halt eben sagen, bei Rameau ist zum Beispiel der Orchestersatz immer sehr differenziert und sehr virtuos. Deshalb eben gerade in den Streichern und Holzbläsern habe ich das übernommen. Den Stil, den Gestus, Ja. ja, oder auch
Ja, einfach so die Mode, die man da darstellt. Aber nein, also ich habe da keine Motive jetzt entlehnt oder zitiert von Rameau. Nein, das ist auf gut Deutsch alles auf meinem Mist gewachsen. Hätte nur sein können, dass man das dann heraushören kann, dass man sagt, ach, da, diese zwei Nein. Stellen gibt es noch überliefert und die haben sie dann irgendwie Nein, erklärt. das hab ich nicht gemacht. Es ist jetzt ein anderer Fall, zum Beispiel also ich habe jetzt drei Texte im Moment, zu denen ich Musik verfasse. Ein Samson ist jetzt fertig, ein anderer ist von Alexis Piron, da hat eben Jean-Philippe Rameau auch eine Rolle gespielt. Das ist Les Courses des Trompées, eine Pastorale in einem Akt von 1734. Alexis Piron und Rameau stammen beide aus Dijon und haben dann schon in den 1720er Jahren in den Theatern des Pariser Jahrmarktes, der vor Saint-Antoine und vor Saint-Laurent, haben die zusammen gearbeitet. Und leider haben sich da auch keine Noten erhalten von dieser Zusammenarbeit. Und es gibt von Les Courses des Trompées drei Melodien, die sich erhalten haben vom Divertissement. Und die werde ich dann quasi instrumentieren und aussetzen, sozusagen, diese drei Melodien. Und einen Akta werde ich dann komplett komponieren. Und Tanis und Celide ist ein weiteres Opernlibretto von Voltaire. Er hat explizit in seinem Titel drunter geschrieben, pour être mise en musique, also dass wirklich dann in Musik gesetzt werden soll. Es ist aber nie in Musik gesetzt worden. Und es ist ein sehr schöner Text, der eben in den 1730ern entstanden ist und bereits eben freimaurerische Elemente, Isis, Osiris-Kult aufgreift. Der spielt in Ägypten und ist eben auch einer Hirtensymbolik und so weiter, also Schäferspiele des Rokoko sind nicht weit weg. Hören jetzt den Prolog, La Volupté, de la queue, de l'amour, de l'esplaisir. Es singt Maria Rioux, Sopran, gemeinsam mit dem Ensemble, von Breuer selbst gegründet, mit dem Namen Canticum. Sind Sie schon dabei, das zu komponieren? Ja, Haben ich bin ja. schon dabei, bin schon dabei, Machen Sie beide gleichzeitig oder haben Sie erst mal eins von beiden angefangen? Oder wie es einfällt? Wie es gerade kommt. Ja, Also, genau. nee, aber ich bin schon quasi wieder mittendrin. Jetzt müssen wir mal wieder zurückkommen zu Samson und zwar zu dem Inhalt der Oper. Also es war ja nach Voltaire und der hatte für Wahrheit und Freiheit hatte er geschrieben und gegen jeglichen Widerstand. Und trotzdem ist auch eine Liebesgeschichte mit in der Oper vorhanden. Vielleicht können Sie noch mal denjenigen erklären, die das Werk nicht so genau kennen, worum es denn in der Handlung geht.
Also Samson beruht im Wesentlichen auf der Erzählung im Buch der Richter im Alten Testament der Bibel. Und die Israeliten vom Stamme Dan werden unterdrückt von den Philistern und sollen von ihnen auch gezwungen werden, ihre heidnischen Götter anzuerkennen. Samson tritt dann im ersten Akt auf und erwehrt sich dieser Versuche der heidnischen Priester und stößt die Götterbilder um. Also er ist Bilderstürmer im besten Sinne. Und ihm gelingt es dann auch in verschiedenen Kämpfen durch seine große körperliche Kraft, die Philister mehrmals zu besiegen. Und der König der Philister ist dann auch gezwungen, Samson in seinem Palast dann zu empfangen. Durch seine Frau Dalila soll er dann dazu gebracht werden, das Geheimnis seiner großen Kraft zu verraten. Und Dalila ist eine sehr differenzierte Frauenfigur in dieser Oper. Sie bezirzt Samson ziemlich gekonnt. Sie ist Priesterin der Venus und sie entlockt ihm dann auch aus Liebe das Geheimnis seiner Kraft, seine Haare, schneidet ihm die Haare ab und Samson wird dann auch bezwungen, geblendet und Dalila erkennt dann aber, das ist halt in der biblischen Grundlage nicht so. Also da hat Voltaire dann frei als Schriftsteller gearbeitet. Dalila erkennt das Falsche ihres Tuns und empfindet große Reue, weil sie Samson wirklich geliebt hat. Und in einer großen, verzweifelten Arie am Ende des vierten Aktes nimmt sie sich dann auch das Leben. Und das war eben auch ein großer Skandal zu dieser Zeit, eben den Selbstmord in einem biblischen Kontext auf offener Bühne. Ja, das war auch skandalös in dem Sinne. Samson ist dann im Gefängnis, wird vor den König geführt und vergewissert sich dann, der König ist in einem Tempel, hält dort das Gericht über Samson und vergewissert sich, dass dann die Israeliten aus dem Tempel geführt werden. Das bedingt er sich aus, als Bedingung, um dem König dann ein Geheimnis anzuvertrauen. Und seine Kraft, seine Haare sind wieder ein bisschen gewachsen, seine Kraft kommt dann wieder zu ihm. Er umfasst zwei große Säulen, der Tempel reißt sie um, der Tempel stürzt zusammen und begräbt die Philister und ihn dann auch unter sich. Also er ist nicht nur ein Bilderstürmer, er ist auch ein Selbstmordattentäter. Und das ist ja schon manchmal natürlich eine inhaltliche Gratwanderung, sage ich jetzt mal, so ein Bilderstürmer und ein Selbstmordattentäter da ein bisschen so zu glorifizieren. Aber Samson ist einfach eine ganz große Heldenfigur der Israeliten und wird ja auch in eine Reihe gestellt mit den großen Patriarchen des Alten Testamentes. Witzigerweise halt eben im Alten Testament, aber auch in einer Reihe mit den großen weiblichen Heldengestalten, Heldinnen, Judith, Esther und so fort. Sie haben ja schon gesagt, die Kirche hat damals das Werk zensiert, das ist für viele Zensur Ja. zum Opfer, unter anderem wegen diesem Freitod von Dalida und auch wegen dem Ausspruch, Volk, erhebe dich, sprenge deine Ketten. Nicht explizit, weil dann Nicht. nicht explizit, aber es natürlich bei einem Voltaire zu dieser Zeit hat man immer besonders drauf geguckt, was er wie verpackt haben könnte. Geschickterweise hatte Voltaire diese Aussagen über die Priesterschaft, die man damals als anstößig empfand, auf die heidnischen Priester, nicht auf die. Es gibt bei dem witzigerweise in dem ganzen Text keinen jüdischen, israelitischen Priester. Er hat das so gemacht, dass dass Samson keinen Mittler zu Gott braucht. Er hat eine direkte Verbindung zu Gott. Und die Priesterschaft der Philister ist quasi eben eine
verdeckte Anspielung auf die christliche katholische Priesterschaft seiner Zeit ja angreifen wollte. Und ja, eben bei einem Voltaire hat man zu der damaligen Zeit besonders drauf geschaut, was er denn sagt. Fast alle seine Werke sind ja dann im Ausland, sind im Ausland erschienen, weil sie in Frankreich zu seinen Lebzeiten nicht gedruckt werden konnten. Eben aber dann so ein Satz, vom Volk erhebe dich, sprenge deine Ketten, hat dann noch eine doppelte Bedeutung. Das einzige Stück, was man aus, also gerade dieses Peuple éveillé-toi, Rentifère, ist von Gossec 1791 vertont worden als Gesang für die Übertragung der Gebeine von Voltaire ins Pantheon. Also da kann man sagen, ist das vielleicht der einzige Teil dieser Oper, der zeitgenössisch dann noch an Musik erhalten ist. Aber ich habe mich auch nicht an an dieser Gossection-Vertonung orientiert, sondern habe diese Passage selber entsprechend vertont. Und wie geht die Kirche heute damit um, speziell die katholische Kirche? Ja, das ist ja eigentlich ganz witzig. Also ich glaube, Voltaire wäre sehr amüsiert darüber, dass jetzt die Kirche mithilft, dass Samson uraufgeführt werden kann, ja, als Oper. Und eigentlich gibt es keine Angriffspunkte mehr, würde ich sagen, für einen heutigen Theologen an dem Text. Das ist eigentlich das Bezeichnende. Ich denke auch eher, dass es damals vorgeschoben gewesen ist, den Text als blasphemisch zu bezeichnen. Die Beweggründe waren einfach, dass dass Voltaire selber als Aufklärer den Machthabenden der Zeit suspekt gewesen ist. Lag also einfach am Autor, den Ja, man absolut. wollte. Und wie meinen Sie, was sagt uns der Inhalt heute? Wie kann man den in unsere heutige Zeit übertragen? Ein bisschen haben Sie es auch vorhin schon angedeutet. Ja, es ist ein Eintreten für Wahrheit und Freiheit gegen alle Widerstände, Freiheit des Gewissens. Gut, es hat aber eben diese alttestamentlichen Geschichten sind halt eben auch oft sehr grausam und kriegerisch und blutrünstig. Aber ich denke auch gerade in dieser tragischen Liebesgeschichte zwischen Dalila und Samson ist sehr viel auch für unsere heutige Zeit, kann man sich sehr viel rausnehmen. Da ist sehr viel Gefühl und sehr viel, ja, auch ein Kampf der Geschlechter drin, den es ja auch heute auch noch gibt. Was vielleicht für die damalige Zeit noch interessant gewesen ist, und auch für die Komposition der Oper von Bedeutung. Voltaire hat die Oper richtig in einem großen Showdown enden lassen. Es gab also nicht so wie in der französischen Oper der Zeit üblich ein ausgleichendes, versöhnliches Divertissement am Ende, ein Happy End, sondern es gab eben diese Szene mit dem Umstürzen der Säulen und Schluss aus. Also alle sind tot und das war dann der große Knall, mit dem die Oper endete und das war wirklich was Neues. Und das hat Rameau wohl auch sehr gereizt und geschätzt. Er hat ja erstmal aufgrund seines Parzentrios in Hippolyte Aricie einen größeren Skandal hinter sich, weil er da eben harmonische Neuerungen gewagt hatte, präsentiert hatte auf der Bühne. Und jetzt wäre es eben eine szenische Neuerung gewesen. Also es ist im Grunde doppelt schade, dass diese Oper damals nicht aufgeführt worden ist, weil sie eben auch von der szenischen Stilistik der Oper sehr viel, also Neues gebracht hätte, neue Impulse gebracht hätte. Aber gut, mal sehen, wie jetzt meine Lösung aufgenommen werden wird. Es waren vielleicht damals zu viele Neuerungen auf einmal, musikalisch und szenisch dann auch noch. Weiß man Das nicht, kann sein, ja. wie Das das wäre. kann durchaus sein. Aber eben, also Rameau war sehr galt, das hat Voltaire dann auch geschrieben, als nicht gerade einfacher Mensch. Und er war immer auf der Suche nach einem Librettisten, der seinen musikalischen Ambitionen gerecht werden konnte.
Und Voltaire und Rameau haben ja später auch noch zusammengearbeitet, dann erfolgreich zusammengearbeitet. Da war es dann aber auch schon nicht mehr so gesellschaftlicher oder religiöser Sprengstoff, sondern es war mehr oder weniger eine Huldigungsmusik für das Königshaus. La Princesse de Navarre war dann vorgesehen für die Eheschließung. Für die Eheschließung des Dauphin mit einer Prinzessin aus Spanien. Nun hören wir das Amor Volupté aus dem vierten Akt der Oper Samson. Das Libretto ist ja französischsprachig. Sie werden das ja mit deutschen Übertiteln dann bringen. Genau. Das haben Sie alles selber übersetzt, habe ich schon Ja. irgendwo gelesen. Ja, es war notwendig. Es gibt schlichtweg keine deutsche Übersetzung. Es gibt ja auch in dem Sinne keine richtige deutsche Voltairesche Gesamtausgabe in unseren Breiten. Und ja, es war schlichtweg notwendig, den Text dann auch ins Deutsche zu übersetzen. Ich habe ziemlich nah am Text übersetzt, also fast wortwörtlich. Eine Nachdichtung hätte ich jetzt nicht machen wollen, aber es ist eine fast wortwörtliche Übersetzung geworden. So dass man es auch in Deutsch singen könnte, oder? Nein, nein, das nicht. Da sind die Unterschiede des Idioms doch sehr groß. Und die Begeisterung für Frankreich, haben Sie ja schon erzählt, kam ja aus diesen Urlauben, die Sie dort verbracht haben. Ja, unter anderem. Es war halt eben auch, sage ich mal, die ständige Beschäftigung mit der Kultur, Literatur und Musik der Zeit. Umgeben Sie sich dann privat auch mit Frankreich, mit französischen Dingen, Büchern, Musik, ja, Musik sowieso. Musik sowieso, ja. Aber ich, ja, kenne mich gut in französischer Literatur aus, lese sehr viel in dem Bereich und ja, das hat sich eigentlich fortgesetzt, sich auch oft nach Frankreich zu fahren und dort Kultur zu erleben. Also müssen Sie doch wirklich sehr gut Französisch sprechen, wenn man das. So gut mit Sicherheit nicht, aber es Sie reicht können sich verständigen auf dort. jeden Fall, ja, Ja, auf jeden genau. Fall. Und verstehe auch. Also so ist das nicht. Ja. Und wie gesagt, es gibt keine Übersetzung des voltairischen Textes. Und es hat großen Spaß gemacht, ihn dann auch zu übersetzen. Weil man dann eben auch nochmal ja, wiederum sehr viel gelernt hat dabei. Und hat das lange Zeit in Anspruch genommen? Nein, nein, das waren nur ein paar Tage. Gut. Und dann haben Sie ja 2023 noch den Chor gegründet, Canticum, der ab Februar 2024 jetzt schon probt in der Aula des Priesterseminars. Ja, aber Canticum ist jetzt in dem Sinne kein feststehender Chor, sondern Canticum ist ein Projektname. Und Canticum bezeichnet jetzt, kann man so sagen, einen losen Verband von ungefähr 60 Sängerinnen und Sängern und Instrumentalistinnen der Rhein-Main-Region, aber eigentlich auch aus ganz Deutschland.
die zu Projekten zusammenkommen und dann eben projektbezogen zusammenkommen und etwas erarbeiten. Jetzt bei Samson sind das im Chor und bei den Solisten alles professionelle Sängerinnen und Sänger. Das mein Barockorchester Frankfurt, mit dem ich jetzt auch schon zum wiederholten Male zusammenarbeite, was ist eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit schon seit Jahren. Und ja, im vergangenen Jahr war Canticum eben mit seinem ersten Konzert 2023 auch mit dem Main Barockorchester. Da haben wir kleinere Werke von mir aufgeführt, die Maria-Ward-Messe und verschiedene Orchestersuiten und Motetten. Und haben Sie also Canticum gegründet oder gab es das vorher schon? Ja. Nein, Canticum habe ich Oh. gegründet. Ja. Sie haben das gegründet für mehrere Projekte, nicht speziell für Samson. Nee, ist nicht speziell für Samson und wie gesagt, wir haben auch schon von Charpentier, mit Werken von Charpentier ein sehr schönes Weihnachtskonzert gemacht. Vielleicht setzen wir das dann eben als Reihe fort, das eben Noël, eben mit französischer Barockmusik, eben dann immer zur Weihnachtszeit. Wie weit sind die Proben schon vorangeschritten, die musikalischen Proben? Jetzt seit Februar geht es ja schon los. Ja, für den Chor sind insgesamt 9 Chorproben bis in den Sommer und ja, dann auch jetzt schon die ersten Solistenproben und es ist unheimlich schön zu sehen, wie jetzt Stückchen für Stückchen zusammengesetzt wird und wie die Sängerinnen und Sänger in das Werk hineinwachsen. Und ja, es wird bei jeder Probe etwas neu aus der Taufe gehoben und das ist unheimlich schön, dann mitzuerleben. Auch vor allem ist es sehr berührend, dann mitzubekommen, wenn die Sängerinnen und Sänger die Musik richtig erleben und merken auch, dass sie funktioniert und musikalisch funktioniert und ja, das ist unheimlich schön, unheimliche Genugtuung, das mitzuerleben. Und wie groß wird der Chor sein, der Der das? Chor sind jetzt 22 Personen, 22 Sängerinnen und Sänger, sehr stimmstark. Es sind alles professionelle Sängerinnen und Sänger hier aus der Region, an verschiedenen Theatern und Opernhäusern der Region auch engagiert. Und ja, bei den Solisten ist es sehr schön. Auf die habe ich dann auch mehr oder weniger die Oper hingeschrieben. Timon Für ist die Titelpartie im Bariton, der Samson und Sonja Grevenbrock am Staatstheater Darmstadt engagiert, ist die Dalila, ein sehr nobler, schöner, eleganter Sopran. Dann der junge Tenor David Schläger ist der König der Philister. Eine sehr, sehr schöne Stimme. Und Felix Böge als Bass ist der Großpriester der Philister. Und ja, auch das, es gibt noch kleinere Solorollen, die auch alle ja, vorzüglich besetzt Ja, sind. die Venus gibt es zum Beispiel noch, die Priesterin der Venus. Die Priesterin der Venus gibt es, genau, Neria Elisaga Gomez, ein dramatischer Sopran. Und es gibt dann auch noch zwei Chorführer, die habe ich bewusst, jetzt ist eigentlich ein Haut Cointre und ein Bass, habe ich jetzt aber mit einer Altistin, einer sehr tiefen, schönen Altistin, Katharina Welzin-Falk besetzt. Und ja, das ist vielleicht nicht ganz zeitauthentisch, ja. Man hätte dann eher ein Haut Cointre, also einen sehr hohen Tenor genommen. Aber es ist jetzt ein sehr schönes Klangbild dadurch entstanden, dass es eben eine Frauen- und eine Männerstimme ist. Und das kann man durchaus machen. Ja, und wie wurden Sie denn aufmerksam auf die vielen Darstellerinnen und Darsteller? Haben Sie da Vorstellungen besucht und haben sich die angehört oder haben Sie sie angefragt? Ich habe sie angefragt, da kam eins zum anderen. Beim vergangenen Canticum in 2023
gab es da schon sehr viele Verbindungen. Und da muss ich sagen, war Social Media, also Facebook und Instagram, einfach ein unheimlicher Kommunikator. Als ich damals Capella Moguntina gegründet habe, war das noch ganz klassisch mit dem papierenden Aushang am schwarzen Brett, wo man einen Zettel abgerissen hat. Jetzt war es einfach so, dass die Vernetzung unheimlich schnell gegangen ist übers Internet, über Social Media. Und das ist ein großer Vorteil im Gegensatz zu früher, dass man eben sehr schnell ein Ensemble zusammenstellen kann für ein Projekt. Das ist wirklich im Vergleich zu ja, vor 15 Jahren unheimlich schöne Entwicklung, muss ich sagen. Also es ist we weitaus weniger aufwendig als früher, irgendwie auf die Suche zu gehen nach Na gut. Künstlern. Dann haben Sie sich der also auch online angehört oder sind Sie dann hingefahren? Ja, also online angehört, beziehungsweise man hat jetzt dann einfach auch ausgeschrieben oder man hat darauf auf die Expertise von anderen Sängern vertraut, die dann sagten, ja, der oder diejenige könnten dafür geeignet sein. Dann gab es eine Arbeitsprobe, ein Vorsingen und dann konnte man eine Entscheidung treffen. Also zum Beispiel für die Rolle des Königs der Philister waren insgesamt vier Interessenten da, aus denen sich dann eben David Schläger dann herauskristallisiert hat. Und wie war es beim Orchester? Das kannten Sie schon, das Main Barockorchester und Das Martin. genau, das mein Barockorchester kenne ich schon seit 2009 und das ist einfach ein sehr schöner und ja, sehr versierter Klangkörper. Und die Uraufführung wird ja stattfinden, konzertant am 7. September 2024 um 17 Uhr in der Augustinerkirche in Mainz. Was können Sie denn schon verraten über die Aufführung? Es gibt ungefähr 320 Plätze in der Augustinerkirche. Ja, ab sofort kann reserviert werden. Es gibt auch schon ja, zahlreiche Reservierungen für die Oper. Es wird eine Lichtinstallation geben und es wird auch eben, wie schon erwähnt, ein Corps de Ballet geben, eine Ballettsuite. Drei Tänzer werden eine Choreografie zur Oper dann auch mit aufführen. Victoria Söntgen, Niran Chantapuasi und Andrea Böge von der Staatsoper Stuttgart haben da eine auch Choreografie erarbeitet. Niran Chantapuasi ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt vom Projekt Flying Bach. Das ist ein Street und Breakdance, eine Street- und Breakdance-Formation, die 2014 den Echo Klassik gewonnen hat, und die zu Musik von Bach auf dem Cembalo vorgetragen dann Street- und Breakdance machen. Das ist ganz toll. Ganz Und ungewöhnlich, was es ja. ist ungewöhnlich, ja, aber ich sage mal, es ist jetzt gerade bei der französischen Barockoper nicht so ungewöhnlich. Gerade da wird dann in Inszenierungen unserer Zeit auch gerne auf Modern Dance und Contemporary Dance zurückgegriffen. Und eben jetzt auch auf Elemente von Street Dance und Breakdance, die sind da auch präsent. Und das ist, denke ich mal, besonders reizvoll, dann zu Barockmusik Tanzformen unserer Zeit damit zu kombinieren. Muss auch kein Widerspruch sein. Wie wird es bei Ihnen choreografiert werden? Werden die drei Tänzer mit auf der Bühne vor dem Orchester stehen oder? Sie sind dann sie werden vor den Solisten und dem Orchester im Altarraum. Es ist eine runde Bühne sozusagen. Dort werden sie tanzen. Und wird es sowas wie Bühnendekorationen auch geben oder ist es komplett ohne? Also, wer die Augustinerkirche in Mainz kennt, es ist im Grunde wie ein ja, Theatersaal des Rokoko, also überbordend dekoriert. Also eine Dekoration ist in dem Sinne, sage ich mal, jetzt nicht vonnöten. Im Gegenteil, also man müsste jetzt eher gucken, dass man sich gegen diese überbordende Dekoration des Raumes irgendwie abhebt. Ja,
Deswegen, es wird eine Lichtinstallation geben, die dann verschiedene Impulse gibt. Es wird den Tanz geben und ja, wir werden schauen, dass wir so einheitlich oder so besonders dann uns gegen den Raum abheben, dass man dann entsprechend wahrgenommen wird im Raum. Wird es auch schauspielerische Elemente geben oder können Sie sich vorstellen, dass es irgendwann mal inszeniert werden kann? Ja, es ist zumindest so, dass wir jetzt verschiedene Gastspielhäuser in der Rhein-Main-Region eingeladen haben zur Uraufführung, um ihnen das Projekt einfach vorzustellen. Und da könnte es durchaus sein, dass wir dann eine Einladung für ein Gastspiel irgendwohin mal erhalten in einer der nächsten Spielzeiten und dass man dann das szenisch aufbauen könnte, natürlich. Aber jetzt ist es im Grunde eine halbszenische Doch Uraufführung. halb szenisch immer Ja, noch. kann man schon sagen. Es wird auch Gestik und die wird dann eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Gibt es da auch jemanden, der das ein bisschen einstudiert hat, inszeniert hat dann? Das mache ich mit den Sängern selber. Man kann sie ja noch unterstützen bis zum 3. Juni 2024 bei der Crowdfunding-Aktion bei Start Genau, Next. genau. Genau, da kann man ja für dieses wunderbare Projekt spenden. Wie kann man sie denn noch unterstützen? Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Wir haben einen Förderverein gegründet zum 1. März 2024, Förderverein für das Ensemble Canticum. Und fördernde Mitglieder kriegen Ermäßigung bei den Konzerten und dann auch einen Mitschnitt der aktuellen Konzerttätigkeit. Und ja, der Jahresbeitrag liegt bei 60 Euro, ermäßigt 24 Euro und eine Aufnahmegebühr von 10 Euro. Und ja, die Gemeinnützigkeit ist festgestellt worden und wir können demgemäß auch Spendenbescheinigungen dann ausstellen. Ja, das Projekt wird auch gefördert vom Kulturamt der Stadt Mainz und auch von der Sparkasse Mainz. Und es gibt auch wahrscheinlich noch weitere Förderer dieses Projekts. Kann in den Förderverein jeder eintreten oder gibt es da bestimmt, ja, jeder könnte da Jeder mitmachen. kann da eintreten. Und ja, wir freuen uns auch auf neue Mitglieder. Ja, das glaube ich, ja, auf jeden Fall. Gut, wie entstand denn der Förderverein? Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Wie ist die Idee entstanden, das noch neben Start Next nochmal anders aufzuziehen? Es ist für einen eingetragenen Verein schlichtweg einfacher, öffentliche Förderung zu beantragen und auch zu bekommen. Wenn man einen eingetragenen Verein hat, einen Förderverein hat, wenn man den nicht hat, fallen ganz viele Geldgeber für die Kultur von vornherein weg, die das einfach zur Bedingung haben, um Geld geben zu können. Deswegen haben wir gesagt, machen wir die Förderung dann. Dann hat ja auch der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf die Schirmherrschaft jetzt für ihr Werk übernommen. Und dadurch Genau. können sich ja, wie Sie auch betonen, Religion und Aufklärung in der Musik die Hand reichen. Wie kam es denn da zu dieser Übernahme der Schirmherrschaft? Also wir haben das Glück, einen sehr musikalischen Bischof zu haben in Mainz. Er spielt selber Orgel. Erst war die Schirmherrschaft durch unseren Weihbischof Udo Markus Benz vorgesehen gewesen. Der ist dann jetzt aber zum Jahresende 23 Erzbischof von Paderborn geworden und hat alle seine Patronagen abgeben müssen. Und da war es dann ja quasi der nächste Schritt, zu unserem Bischof zu gehen und zu fragen, ob er die Schirmherrschaft übernimmt. Und ja, hat sofort zugesagt. Das war sehr schön. Wird er auch mitmusizieren, wenn er Orgel spielt? Wahrscheinlich eher weniger. Nein, er ist eingeladen zur Uraufführung. Er wird ein Grußwort verfassen für das Programmheft. Er ist ja auch ein ganz großartiger Theologe und wird das Grußwort verfassen für unser Programmheft. Da sind wir sehr stolz drauf. Wir freuen uns sehr. Ja, also seine Schirmherrschaft ist in vieler Hinsicht auch ein Türenöffner. Ja. Gut, und dann haben Sie auch eine CD noch veröffentlicht mit Canticum, die Genau. Intitelträger geistliche Vokal- und Instrumentalwerke von Anselm Breuer. Was hört man denn auf dieser CD? Was sind da für Werke drauf und wo kann man die sich erwerben, kaufen?
Also die CD kann man in der Vitrine-Galerie in Mainz kaufen. Man kann sie auch unter canticum@web.de, der E-Mail-Adresse, bestellen. Sie kostet 15 Euro und ist ein Live-Mitschnitt von unserem Sommerkonzert in St. Ignaz in Mainz. Es ist einmal die Maria-Ward-Messe darauf vertreten, eine Messe für dreistimmigen Frauenchor und Basso Continuo. Dann verschiedene Sätze aus einer Instrumentalsuite, Partita Moguntina, die Orte in Mainz musikalisch interpretiert. Dann sind auch schon von Samson zwei, wie so ein kleines Preview, zwei Stücke drauf. Einmal die Ouvertüre der Oper und die erste Szene des Prologs. Die ist da auch schon drauf. Und dann haben die Solistin Maria Rio, Sonja Doniat und Daria Lukaschik singen Arien aus verschiedenen Oratorien von mir. Also wer sich die bestellen möchte, der muss Ihnen dann seine Adresse mitteilen und dann würden Sie das Genau, kriegen, sozusagen. so kann das funktionieren. Genau, sehr schön. Gut, dann sind Sie ja noch zusätzlich Verwaltungsmitarbeiter im bischöflichen Ordinariat. Ist ja Ja. auch eine sehr anstrengende Tätigkeit. Wie können Sie das denn beides miteinander verbinden? Braucht ja beides viel Zeit. Ja, aber das funktioniert. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich bin hier in der bischöflichen Kanzlei sozusagen im kirchlichen Standesamt tätig in der Registratur und im Schematismus. Schematismus ist der das einmal nach vom Bistum, also das Personenverzeichnis aller derer, die für das Bistum Mainz arbeiten. Und ja, es hat noch so ein bisschen, zumindest was die Registratur angeht, was ja so ein Vorarchiv sozusagen ist, auch in gewisser Weise noch Bezüge zum historischen Studium, hilfswissenschaftlich, bei der Schriftgutverwaltung. Aber ja, das ist eigentlich. Es ergänzt sich zwar nicht unmittelbar, aber es steht sich auch nicht im Weg, auch nicht zeitlich. Wenn Sie einen kompositorischen Einfall plötzlich haben, können Sie dann einfach zum, was weiß ich, zum Cembalo laufen und den sich aufschreiben oder Nee, das geht das dann? weniger. Das ist, da habe ich dann mein Notizheft bei mir und schreibe das da rein, so lange, bis ich dann wieder mein Kompositionsprogramm oder ein Tasteninstrument zur Verfügung habe. Ist ja gut, dass es da eine Möglichkeit trotzdem gibt, sich das irgendwie zu Ja notieren. klar, ich denke, also das so kleinlich war jetzt mein Arbeitgeber bisher nicht, dass er dann gesagt hätte, ja, haben Sie jetzt aber eine Viertelstunde sich da Notizen gemacht oder so. Also Dann nein, nein. ergänzt sich das ja doch ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Und dann privat sammeln Sie ja antiquarische französische Bücher aus dem 17. und 18. Jahrhundert und auch Musikdrucke aus der gleichen Zeit. Ja. Wie erholen Sie sich denn noch von Ihrem Alltag oder haben Sie noch andere Hobbys? Sie können ja mal ein bisschen was davon erzählen. Da, wo ich zumindest sehr viele Einfälle habe, ist beim Wandern, beim Spazierengehen und Wandern. Also dieses kontinuierliche Gehen, der Rhythmus, den man dann auch hat, der bringt dann unheimlich viel neue Ideen mit sich. Und ich gehe halt sehr gerne wandern, zusammen mit meinem Partner. Wir machen da größere Touren, jetzt hier in der Region, gerne im Rheingau, im Rheintal oder in Rheinhessen. Und ja, ich gehe auch gerne schwimmen. Und ja, man muss ja gucken, dass man immer noch irgendwie einen körperlichen Ausgleich hat. Jetzt bei der sehr vielen Schreibtischarbeit bei Samson habe ich dann schon gemerkt, dass das, sage ich mal, bei der Körperfülle ein wenig zu Buche schlägt. Und da muss man dann trotzdem immer noch gucken, dass man beweglich ist und auch fit bleibt. Ja, trotz dieser vielen Schreibtischarbeit. Und viele Einfälle haben sie auch so beim Laufen, beim Gehen. Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich ja, sehr, sehr schön, weil man dann auch immer eben sich von einem Fleck zum anderen. Es ist nie Stillstand in dem Sinne. Es geht immer weiter. Und ja, es ist ganz naheliegend, oft eben bei dem Spazierengehen oder beim, auch wenn ich irgendwie nicht weitergekommen bin bei der Komposition oder so, da war dann ein längerer Spaziergang oft ganz gut, weil sich dann
eben mit dem Sehen und sich fortbewegen dann auch viele Knoten gelöst haben irgendwo. Inspiriert Sie das auch, wenn Sie Kunstausstellungen besuchen, dass Sie vielleicht durch die Bilder auch Ideen haben, wie Sie die vertonen könnten, Auf oder? jeden Fall. Ich meine, jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet hat man da ja sehr viele Möglichkeiten. Gehe sehr, sehr gerne und oft in Städel oder in die Museen und Galerien in Frankfurt und in die Museen der Region. Also da ist auf jeden Fall, das ist auch immer sehr inspirierend. Ja. Haben Sie da auch ein Spezialgebiet oder schauen Sie sich einfach alle Kunst an, die so Na, ausgestellt ich bin da sehr offen. Also da, das kann wirklich querbeet sein. Und ich meine, so als Historiker ist man dann sehr offen, werden? was das angeht, für jede Epoche und jede Zeit. Und wenn Sie lesen, achten Sie schon immer darauf, was für ein neuer Stoff das werden könnte oder ob sich das vielleicht eignen würde, zu komponieren, zu vertonen? Also ich sag mal, jetzt im Moment habe ich genügend Ja. noch vorliegen, aber wenn es da was gibt, natürlich, klar. Also das ist schon klar. Ich würde sehr, sehr gerne nochmal, ich hatte mal eine Vertonung des Lobgesangs des Zacharias gemacht. Das würde ich gern auch nochmal vertonen, nochmal neu vertonen. Wie würden Sie sich wünschen, dass es jetzt weitergehen soll, kompositorisch, als Musiker und überhaupt? Ja, so weit möchte ich erstmal noch gar nicht gehen. Jetzt steht als erstes erstmal eine gelungene Uraufführung von Samson an. Das ist erstmal ein riesiges Projekt, das gestemmt werden muss. Und wenn diese Referenz da ist, dann kann man in die Zukunft blicken, sage ich mal, was sich daraus dann alles ergibt. Genau, also am 7. September ist dann die Uraufführung um 17 Genau, Uhr. Ja, genau. dass es nicht vergessen wird von den Zuschauern. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die ausführlichen Antworten auf meine Fragen Ja, und ich hoffe, dass danke Ihnen. jetzt alles für Sie sehr gut weitergeht, auch die Uraufführung gut vonstatten läuft und Sie wieder viele neue Ideen dann haben. Ja, vielen Dank.